Kannst du schon rüber, ich komm gleich. Vielleicht gehe ich mit meiner Mutter mal hierher. Probieren wir es so, wo geht's? Schön gemacht. Ah, das tut richtig gut. Ich dachte gar nicht, dass das Wetter wieder so schön wird. Sah ein bisschen komisch aus. Aber siehe da, obwohl ich noch nicht gegessen habe und nicht aufgegessen habe. Herrliches Wetter. Nee, die Brücke wollte ich mir mal angucken. Ich war ja auch noch nicht hier gewesen. Hat was. Also echt schöner Park. Ja, leider kann man auf die Brücke nicht rauf. Das sieht noch aus wie ein bisschen Baustelle. Aber trotzdem schön. War eine gute Entscheidung, noch herzufahren. Jetzt wird es dann mal richtig schön warm. So, jetzt gucken wir mal, wo der Holger steckt. Nicht, dass er mal irgendwo in ein Loch gefallen ist hier in dem Wald. Der muss ja irgendwo sein. Richtig schön. Ja, es gibt noch Natur.
Hat er ja lange gehalten. Hier ein Saft. Geht nicht mit der Großbrille? Nee, das ist, da sind die Bäume da drin. Müssen wir mal gucken. Das macht sich nämlich ein bisschen anders, wenn du es in der Hand hältst, als wenn du durchguckst. Und hier stört uns nicht die GEMA. Nee. Ich dachte gar nicht, dass das so groß ist, der Park. Ja. Ich habe bloß auf den Bildern hier vorne das gesehen. Ich dachte, okay, dann gehst du mal hin. Sieht schön aus. Ja. Dass das so ein großer Park ist. Warte mal, da muss ich noch eine Aufnahme machen. Vom Blitz getroffen. Die haben schon ganz gut gelebt damals hier, würde ich sagen. Mega Brücke. Und los geht's. Hoffentlich falle ich nicht ins Loch, dann bin ich weg. Man sich so überlegt, sowas hat man mal als Kind gemacht. Wir hatten bei uns in der Stadt in der Nähe, gab es auch so Karpfenteiche, war auch so Schilf. Ich fand das sowas von schön. Und hier geht es auch zur Waldeisenbahn. Oh, irgendwas hat mich jetzt gestochen. Oh, richtig schwül hier. Oh, schön. Herrlich. Auch die alten Bäume. Finde ich schön. Ist fast wie im Urwald. Nee, das hat was. So, und irgendwo muss es zur Waldeisenbahn gehen, aber ich weiß jetzt nicht, ob links. Da geht ein Weg lang. Und da geht ein Weg lang. Welchen nehme ich jetzt? Eine Hälfte dort lang, eine Hälfte da lang.
Wo gehen wir lang, Holger? Links oder rechts? Ich nehme mal links. Aber echt schön hier, ne? Finde ich. So, also wenn ich das so sehe, würde ich denken, ich bin irgendwo auf dem Berg, in irgendeiner bergigen Gegend. Sieht gar nicht aus wie Lausitz hier, Flachland. Ja, aber schöner Park. Bisschen schwül, aber schön. Gut, dann gehen wir wieder hier lang. Gucken wir mal, was auf der Seite. Normal müsste man ja vorne auf dem Parkplatz oder vorne an der anderen Straße vorne rauskommen. Ja. Denke ich mal. Ja, so dicke Luft. Es hat ja auch geregnet. Da passen kleine Fliegen. Oh ja. Und die Zecken. Jetzt werde ich mal den geheimnisvollen Weg hier lang gehen. Ich hoffe, dass da kein Untier aus dem Wald gesprungen kommt. Da kommt noch was. Gesagt haben sie nichts. Ah, ich gucke auf die Wolken, das ist für mich auch das Ding. Ja, ich habe da meine Tüten mit. Solange wie mich der Blitz nicht erschlägt. Ach, guck mal, wie schön das aussieht. Hat doch was. Das erinnert mich so an meine Kindheit. Muss man aufpassen, hier ist ein bisschen Pampe. Ich bin gespannt, wo man hier rauskommt. Da vorne ist wieder ein anderer Weg. Die Bäume gefallen mir hier alles so. Die Bäume haben was, guck mal die. Siehst du, da kommst du den Weg auf den, wo ich gesagt habe. Ja, ja. Das ist ja eine. Guck mal hier. Ja, ja. Nee, das sieht schön aus. Ja, wie eine Schlange. Überall liegen Steine rum. So, jetzt geht's wieder nach Hause. Ich hoffe, dass wir uns nicht verlaufen haben. Nee, dass wir uns nicht verlaufen haben. Ja, wenn man sich das so anguckt, hat man was. Das ist noch Natur. So gelassen, wie es damals war. Ich finde es schön, sowas. Vogelzwitschern, alles dabei. So, so sieht ein Baumstumpf aus, wenn Besucher vorbeikommen und die Hunger haben. Ja. Die knabbern dran rum, da bleibt nicht mehr viel übrig. Tja, jetzt aber zum Glück haben wir gefrühstückt. Wir brauchen das nicht. Ja. Die Drohne da gelassen und die Lumix mitgenommen. Oh ja, kannst du noch eine Runde drehen, kostet ja nichts. Wir haben nur noch Zeit. Ja. Na ja, dann machen wir noch eine Runde. Na klar. Warum nicht? Bezahlt ist es doch, der Parkplatz. Hab sogar mehr bezahlt. Hätte ich das in der Marke, habe ich bloß drei. Eigentlich hätte ich bloß zwei reinstecken brauchen. Ja. Aber soll's. Das ist es mir wert. So, na, bin der ich. Park liegt hier hinten. Wir machen einen ganz schönen Bogen. Na, wir kommen vorne an dem anderen Parkplatz, an dem anderen, wo wir vorhin falsch reingefahren sind. Da sind wir ja schon durch. Habe ich ja gesehen. Hä? Also mal hier vorne sind. Hinten ist der, wo wir. Ja, aber der andere war weiter. Wir laufen einfach mal lang. Ja. Gucken wir mal. Jetzt haben wir uns verlaufen. Ja. Ich habe noch das findet man nicht mal nach Hause. Und ich weiß es auch nicht. So, also die Richtung. Hä? Schon mal richtig. Jetzt muss ich mal gucken. Ja. Warte. Herrenhaus Schloss. Aber ich glaube, wir müssten richtig sein. Eichelhügel. Was haben wir hier? Die Schlucht, da sind wir gerade hergekommen. Die Brücke sind wir auch hergekommen. Was haben wir hier? Das Herrenhaus. Ja, ich gehe mal hier lang ins Richtung Herrenhaus. Ja, da werden wir schon an die Straße irgendwie kommen, denke ich mal. Mal gucken. Irgendeinen Ausgang gibt es immer. Ich dachte gerade, wir haben uns verlaufen, dass wir wieder 10 Kilometer zurück müssen, aber es sieht gut aus. Vorne ist die Straße, Richtung passt.
Hier geht es irgendwie noch zu so einem Häuschen, so einem Schlosshäuschen. Das würde ich mir vielleicht nochmal angucken. Und dann denke ich mal, haben wir unser Limit wieder rein, unsere Kilometer weggeschrubbt, kann ich wieder eine Tafel Schokolade mehr essen. Aber schön war es. Wetter hat gepasst, nicht zu warm, nicht zu kalt. Das können wir ja auch mal abfotografieren. So, also wir machen jetzt noch Richtung Herrenhaus. Noch ein paar Meter. Ach, mir tut langsam der Rücken weh, man ist es gar nicht mehr gewohnt. Aber scheiß drauf, müssen wir jetzt durch. Also da lang geht's und auf. Na, für meine Parkgebühren müssen wir auch was machen. Schönes Häuschen. Siehst du, da vorne ist die Straße? Dann passt das doch. Das kriege ich schon noch. Geduld. Ja, schönes Häuschen. Hier könnte man leben, hier ist die Ruhe weg. So, jetzt sind wir mal an dem Häuschen hier. Ist doch schön, ne? Balkon. Was will man mehr? Hier, das hat schon was, die Figuren. Gefällt mir. So, ich würde sagen, haben wir alles geschafft heute. Zumindest das, was ich euch zeigen wollte. Dann mal gucken, wo es noch irgendwas zu trinken, zu essen und Eis gibt. Muss auch sein. Ihr wisst ja, die Gesundheit geht vor und dann geht es wieder nach Hause. Vielleicht fahren wir noch woanders hin. Ich habe noch andere Sachen im Navi drin, was hier in der Nähe ist. Gucken wir mal. Da ist ja noch lang. So, jetzt waren wir gerade ein bisschen Speisen noch, Kaffee, Eis, das volle Programm. Jetzt geht es wieder nach Hause und jetzt haben wir noch gesehen, hier so mitten im Wald versteckt so ein bisschen, neben dem Kaffee, so ein kleines Schlösschen. Das ist das Herrenhaus, denke ich mal, was vorne stand an dem Schild. Ja. Na gut, ich habe schon Kasten. Ja. Übernimmt der Computer. So, und dann denke ich mal, gehen wir jetzt zum Parkplatz und nach Hause. Aber es hat mir richtig gut getan, wieder sich hinzusetzen, Eis essen, Kaffee trinken und das schön in Ruhe. The home point has been updated. Please check it on the map. So, ich hoffe, dass man was sieht von oben. Ja, das ist alles, die Sonne, die blendet ein bisschen. Ich kann ja theoretisch bis 120 Meter hoch. Wo sind wir jetzt bei 43? Stehe ich irgendwo? Das bin ich nicht. Da bin ich. Ich könnte jetzt ein bisschen winken, aber sieht man eh nicht. So, aber ich denke mal, von dem Park, oder zumindest hoffe ich, dass man da ein bisschen was sieht. Durch die Sonne ist das blöd auf dem Display. Hä? Wie?
meinst, er findet die nicht. Ging er letztens? Ging er letztens? Landing. So, das war's.